What's your flavor? Tell me what's your flavor? Hey Leute, da bin ich wieder. Heute wollte ich euch einen Tabak vorstellen von der Firma Koala. Die Geschmackssorte Eisdoppelapfel. Ja. So, ich komme mal zum Geruch direkt. Der riecht schon sehr intensiv nach Doppelapfel. Diese erfrischende Note kann man nicht rausriechen. Und ich finde, der ist nicht so stark nach Lakritz. Also dieses Anisgeschmack. Was ich mir eigentlich erhofft habe. Weil, ja, wie soll ich sagen, ich mag Doppelapfel, früher habe ich den gehasst wie die Pest, ne, wegen diesem Anisgeschmack. Und dann irgendwann mal bin ich drauf gekommen, ne, dass er mir gefallen hat. Und ich habe immer öfters dann geraucht und dann habe ich mich dran gewöhnt. Und dann habe ich gemerkt, dass mir Lakritz eigentlich fehlt, ne, in vielen Sorten. Am liebsten rauche ich den Doppelapfel von Alfacher. Und dann wollte ich diesen Apfel probieren, weil ich ein paar Videos angeschaut habe im Internet und viele sagen, das ist eine Anisbombe. War okay, jetzt nicht der Eisdoppelapfel, aber Apfelfig zum Beispiel. Der soll richtig übertrieben nach Lakritz schmecken. Dann soll der hier wohl noch intensiver schmecken, oder? So, da habe ich gedacht, ich kaufe mir den mal, weil er so richtig intensiv ist nach Lakritz und so. Ja, habe ich mir gekauft, aber anscheinend kann man sich überhaupt nicht mehr verlassen auf die Leute, die Videos machen im Internet, weil die entweder Shop haben oder das umsonst zugeschickt bekommen. Ich weiß nicht, warum die den Tabak so gut reden, ne? Dass er irgendwie, ja, ich weiß nicht, profitieren die Leute davon oder warum machen die das überhaupt? Deswegen habe ich mir was überlegt und habe gesagt, ich mache jetzt mehrere Videos und sag euch, was ich von dem Tabak halte, generell, nicht jetzt nur von der Marke, weil vorher war ich der Meinung, wozu unnötig viele Videos aufnehmen, wenn so viel im Internet schon gibt. Aber anscheinend kann man sich nicht drauf verlassen. So, kommen wir zurück zu der Sorte. Riecht eigentlich nicht schlecht. Fällt mir die Lakritznote ein bisschen für Doppelapfel. Ja, der Tabak bekommt man so eine Dose als Rohtabak. Den habe ich jetzt angefeuchtet. Laut Hersteller muss man das 4 Stunden anfeuchten. Und dann ist er rauchbar. So, ich habe den Tabak am Freitag gekauft. Angefeuchtet und zum ersten Mal habe ich den probiert Montagabends. Der Tabak hat mich nicht wirklich überzeugt. Jetzt wollte ich mir noch einen Kopf bauen, eventuell sogar zwei, nochmal gut testen. Kann sein, dass beim ersten Kauf etwas schief gelaufen ist. Deswegen habe ich mir gerade schon Shisha gebaut. Ich zeige euch mal kurz hier noch Tabak. Den habe ich jetzt selber schon fein geschnitten, weil für mich war der zu grob. Ja, und wie gesagt, der ist angefeuchtet jetzt ein paar Tage schon. Naja, was soll ich sagen? Also der riecht nicht so intensiv, wie ich mir erhofft habe. Also man kann schon rausriechen, dass es ein Doppelapfel ist, ne? Aber der ist nicht mal ansatzweise vergleichbar mit diesem Alfacher Tabak. Weil wenn du an dem Doppelapfel riechst, das ist richtiger Doppelapfel. Also Leute, aufgepasst, kauft euch lieber Alfacher Doppelapfel als das hier. Meiner Meinung nach hat das mit dem Doppelapfel nichts zu tun. So, ich habe mir hier den Kopf gebaut. Das ist Sapphire Hotshot RT.
Jetzt stand er etwas länger, solange ich hier gelabert habe. Drückt er voll. Also meiner Meinung nach verträgt der Tabak nicht so gut Hitze. Also muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Kohle drauf haut. Und möglichst, dass der Tabak die Folie gar nicht berührt. Oder nicht zu viel. Weil ich habe mir am Montag den ersten Kopf gebaut gehabt, habe ich Overpacken gemacht. Und dann konnte man überhaupt nicht rauchen. Und ich meine, ich rauche schon eigentlich viel, ne? Ich habe einiges schon durchgeraucht, aber ich konnte den nicht ziehen. Der hier habe ich jetzt etwas weniger gemacht. Am Anfang hat er auch gedrückt beim Anrauchen. Also ich finde, der drückt immer noch ganz leicht, aber wenn er gut angeraucht ist, ist eigentlich rauchbar, also drückt er auch nicht mehr danach. Aber kommen wir zum Geschmack. Also in meinen Augen ist das kein Doppelapfel. Also der schmeckt schon nach Doppelapfel, ne? Aber dieses Anis-Note, die den Doppelapfel ausmacht. Für die Leute, die Doppelapfel mögen, ne, ist das nix. Also den kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Der qualmt zwar nicht schlecht, schmeckt auch nicht schlecht, ne? Also der schmeckt nach Doppelapfel ohne Anis. Der schmeckt auch leicht süßlich. Und diese Eisnote ist für mich eigentlich erfrischende Note. Ich merke da gar nichts. Kann sein, dass ich schon abgehärtet bin, weil ich fast jede Tabaksorte mit Minze rauche. Und dass ich das einfach nicht rausschmecke. Aber wie gesagt, also ich merke da keine kühlende Note oder erfrischende Note in dem Tabak. Also von mir aus auf jeden Fall keine Kaufempfehlung. Wenn ihr vernünftigen Doppelapfel wollt, kauft euch von Alfacher. Macht euch die Mühe, besorgt den ausländischen und dann habt ihr die Ruhe. Schmeckt am besten, qualmt gut, alles bestens. Aber den hier überzeugt mich nicht. So Leute, an der Stelle sei eigentlich alles gesagt schon. Ich probiere mal gleich noch anderen Kopf. Vielleicht schmeckt das in dem besser. Vielleicht liegt das an dem Setup jetzt, dass er nicht so schmeckt, aber glaube ich nicht. Und ja, ich melde mich gleich zurück mit dem anderen Kopf und dann sage ich euch noch was dazu. So, ich rauche den gerade an mit dem Batscherkopf mit Alufolie und drei Brikos. Und ich muss sagen, in dem Kopf lässt sich besser anrauchen. Der drückt nicht mehr beim Anrauchen, weil nicht so viel Hitze da entsteht wie in dem Hotshot RT. Aber an dem Geschmack hat sich nichts geändert. Der schmeckt genauso wie in dem RT, nur halt der schmeckt etwas milder und diese drückende Note ist nicht da. Und übrigens, das ist meine Doppelapfelpfeife, da rauche ich nur Doppelapfel. Dann schmeckt das auch intensiver. Doppelapfelschlauch und trotzdem kommt da kein Anisgeschmack raus. Der schmeckt schon nach Doppelapfel, aber ohne Anis ist das kein Doppelapfel für mich.
Also Leute, wenn ihr Doppelapfel wollt, ohne Anis-Geschmack, der auch etwas süß schmeckt, nach Doppelapfel, aber ohne Anis, kann ich euch den empfehlen. Lasst den aber etwas länger einwirken, am besten so eine Woche oder so. Und dann probiert, ob es euch gefällt oder nicht. Wenn ihr andere Erfahrungen damit gemacht habt, postet einfach unten in den Kommentaren. Würde mich gerne interessieren, was ihr von dem Tabak hält. Aber meiner Meinung nach Preis-Leistungs-Verhältnis nicht so toll. Ja, ich rauche noch ein bisschen. Mal gucken, wie lange der hält noch. Und an der Stelle sei alles gesagt und verabschiede ich mich von euch. Abonniert gerne meinen Kanal, empfehlt es weiter, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Und in dem Sinne, ciao.